Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Heute sind wir selbst der Spiegelmeister. Ja, wir müssen die Spiegel richtig ausrichten. Und dann passiert hoffentlich. Was Gutes. Okay, also hier kann ich nichts machen. Plumps. Und ich muss sagen, war nicht, glaube ich, nämlich noch was. Ja, guck mal, also. So, mal gucken. Huch! Nee, hier geht's nicht weiter. Hallo? Ich hätte gern, dass du diesen Hebel benutzt. Danke. Sonst? Der leitet das dahin, der leitet das dahin. Vielleicht doch was anderes. Gehst du? Da, danke. Geralt. Bewegt den Spiegel. Ach nee, kam ich gar nicht so einfach, ne? War aber schön, dass du da runterspringst. Oder dass du da runterfällst. Das ist wunderbar, Geralt. Sehr hilfreich und sehr produktiv. Bei dem war ich doch schon. Ist das sinnig oder ist das nicht sinnig? Ist eigentlich nicht sinnig, oder? Noch der Einspiegel nicht angestrahlt. Oder meine ich das nur? Hallo? Schatten? Seid ihr hier? Ja. Ein schönes Ende. Dauert noch ein bisschen.
Weißt du was, ich lasse dich erstmal. Bin ich ja tot? Nein. Gar keinen Schaden bekommen. Das ist auch nett. So, wenn man einfach sagt. Ist einfach die Reihenfolge falsch, oder? Sie hat's, weißt du? Aber ich hab's hier die ganze Arbeit geleistet. Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Definitiv. Oh, was sagt er? Geld! Ich bin reich. Endlich. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Geralt, jetzt schon angepisst. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hier nimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Der Kaiser hat Pläne mit dir, da bin ich sicher. Ich empfehle die Gebirgsfürst von Nazair. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen. Und gehen. Triss könnte was dagegen haben. Ah, richtig. Dann gib Yennefer doch einen freundlichen Rat, ja? Auf dich wird sie hören. Du willst Jens Platz neben Anne hier? Du willst Jens Platz an Emirs Seite einnehmen. Und an Ciris. Du wirst wohl verstehen, dass das unvermeidlich ist. Und ich zöge es vor, wenn Yennefer so weit weg wie möglich wäre, wenn das geschieht. Es wäre teuer, wenn sie im kaiserlichen Verlies schmachtet. Und es würde einen falschen Eindruck machen. Fertig, können wir los? Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Ach ja. Warum denn auch nicht? Irgendwo war da was. Aber vielleicht über der Höhle.
wahrscheinlich über der Höhle. Also hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können gehen. Als ob ich hier auch eine Zauberin hören würde. Ich gehe dahin, wo es mir im Grab passt. Und gerade zufälligerweise möchte ich auch hier aus. Oh. Alter, ich erschreck mich wieder. Geist war immer wieder. Mann, ey. Jetzt bin ich einfach in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Kein heiliges irgendwas geklaut. Keine Sakramente verletzt. Alles gut. Außer so bis raus geht immer. Gehen wir mal gucken, was die freundlichen Geister von uns wollen. Hallo? Bastard. Jetzt ist mein Schwert kaputt, danke. Und ich bin voll. Also, das Problem habe ich in dieser Höhle oft. Mein Reparaturzeugs habe ich mit. Aber muss ich das jetzt benutzen? So, fast draußen. Ah, das hat ja ganz schön interessiert. Hm, okay. Ah, dieser Gestank. Ist hier sonst noch was? Leuchtende Steine. Ah, ich muss doch irgendwo rausgehen. Geh nur kurz sein in der Ecke. Ah. Komm, er zeigt so mit Schleppen. Juhu! Nee, du kleiner Packesel.
Das Einzige, was ich noch machen könnte, was ich glaube ich nicht drin habe. Wo ist denn? Ah, da. Das ist nämlich breites Kreuz. Das könnte ich jetzt für einen Punkt erwerben. Und dann kann der Gerard was mehr tragen. Und dann ist er nämlich nicht mehr voll. Gerard, du bist der Burner. Also wenn der Tag schon einfach beschissen angefangen hat, ne? Da muss ich doch lang, oder nicht? Da ist ja jetzt nichts. Da ist ja keine Illusion, kein gar nichts. Keine nix. Achso. Oder wir nehmen einfach den Ausgang. Kein Problem. Ja. Okay. Cool. Ich höre eine Ziege. Ich bräuchte eine Karte. Das ist noch ein Quest. Plätze. Plätze kommt nicht. Das war für eine untreue Banane. Reisen wir am besten dahin und dann mit Plötze weiter. Boah, ich habe noch nichts gegessen heute, ne? Um gleich 1 Uhr. Schneller! Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ah. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich will nichts nehmen. Wie? Danke. Wo willst du hin? Ich wollte einfach nur mit dem Typen da reden. Ich bitte bescheiden um Vergebung, aber meine Lage ist allzu misslich. Ich bin ein wandernder Jongleur aus dem besetzten Temerien und... Temerien? Sicher? Nicht Novigrad? Warum Novigrad? Ich komme aus Maribor und... Du bist für diese Arbeit nicht geeignet. Dein Gedächtnis ist zu schlecht. Wir haben uns schon getroffen, aber da warst du ein respektabler Kaufmann aus Novigrad, der unbedingt nach Hause wollte. Aber ich versichere dir... Na schön. Du hast mich. Ich weiß, dass das schlecht aussieht, aber ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Mit Zinsen. Nur bring mich bitte nicht zum Jahr. Ich zeig dich nicht an.
Der Jarl soll entscheiden, was mit dir passiert. Ich kümmere mich selbst um dich, Ganova. Wenn ich dich anzeige, kriege ich mein Geld bestimmt nicht wieder. Aber versuch nochmal, mich zu betrügen. Dann finde ich dich und... Nein, ich lüge nicht. Außerdem kannst du zum Jarl gehen, wann du willst. Ich erwarte also, dich später zu sehen. Geralt. Er ist heute nicht nach Haufen. Geralt. Schaffst du nicht zu leise. Puh. Also, hör mal. Die letzte Nacht. Ich wollte nur auf mein Pferd steigen. Nana! Nicht so schnell auf das Pferd, Freundlein. Na. Hoha, Plötze. Hoha. Also alles ist vorbereitet, aber mir einen kleinen Abstecher. Nein. Sollten Sie das tun? Dann werde ich das melden. Kein Problem. Hallo. Hey, ich bräuchte da was. Kannst du die Haare schneiden? Du bist doch gut mit der Schere. Das mache ich eigentlich. Ja. Glatt rasiert, danke. Bis dann. Bis dann. Und jetzt? Hey, ist Justa. Also, was ich sehe mir gerne mal. Kluger Mann, bei mir gibt es keine Durchschnittsware. Mhm. Wohl. So, jetzt muss ich nur noch zum... Ah ne, der Schmied ist ja woanders. Aber wisst ihr was, wir machen hier einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir gerne ein Abo da und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Eure.